Für mich ist jeden Tag Samstag. Ja, solange nicht jeden Tag Sonntag ist. Obwohl, naja, bei der Geldsituation. So ist es auf der Sonne. Deswegen wohnen da auch keine Menschen, weil die Geschäfte immer zu haben. Oh nee. Und welcher Tag ist dann auf dem Mond? Deswegen sind die Leute da immer so scheiße drauf und der Mann im Mond guckt so traurig. Weil einmal Montag ist. Richtig. Oh Mann. So, warte mal, so könnte es funktionieren, der Cam. The Cam. So. Also, ich starte einfach mal. Okay. Tu das. Film ab! Mein Sound nimmst ja du auf, ne? Deinen Sound nehme ich auf. Also dich. Ja. Ja. Gut, Jerry. Sortfetzen? Was? Sortfetzen? Ja. Was meinst du? Sollen wir Sortfetzen? Du, ich höre weder dich noch... Ach, da ist ja schon die Übertragung. Ach, jetzt habe ich wieder keinen Sound. Das ist schade. Na. Hörst du mich gar nicht? Dich schon, aber den Sound vom Spiel nicht. Ja. Ach so, nehmen wir schon auf. Ja. Ja, krass. Seit wann das denn? Sagen wir mal so, das mit der Sonne ist noch drin. Super. Ja. Boah. Ich. Ja. Ich als, als das, was ich gelernt habe, bin gerade übelst sauer drüber, dass wir in Spielstand 2 nicht 5 Pikarat mehr haben. Weil? Weil in dem Beruf, in dem ich gelernt, den ich gelernt habe, diese zwei Zahlen, die dann da stehen würden als Pikarat-Zahlen, so ziemlich das gleiche bedeuten. Bloß in verschiedenen, ja, Tabellen. Verstehe. Ja. Für wer das tatsächlich verstanden hat, weiß, als was er arbeitet. Und als was ich arbeite vor allem. Denn ich bin ja arbeitstätig. Das wollte ich nur noch mal sagen, deswegen... Du bist arbeitstätig. Oh Gott bewahre, du wärst berufstätig. Ach so, so nennt man das ja, stimmt. Nein, um nur noch mal zu erklären, ich habe leider auch ein Leben. Warum nur? Ich würde das wirklich, ich würde gern hauptberuflich das machen, was ich in meiner Freizeit mache. Was mache ich denn in meiner Freizeit? Das habe ich auch gerade überlegt. Naja, Let's Playen, Musikkram, ROM-Hacking mittlerweile. Ich hoffe, das geht dann auch weiter. Ja. So ein. Hier immer so noch alles schief. Was ist schief? Mein Kragen. Dein Kragen ist schief. Jetzt sehe ich aus wie. Weiß ich nicht. Wobei, das hat was. Kennt jemand noch. Das hat ein bisschen was von. Kennt jemand noch Oren? Naja, das ist nur so am Rande. Nein, den kenne ich nicht. Komm. Okay, ja, was bisher geschah? Ich verwurste mich hier gerade noch mit meinem Kabel. Mach das. So. Erfolgreich verwurstelt. Top. Ich muss sagen, ich bin gespannt, ob Herr Wright und Fräulein Meyer so... Fräulein Meyer Sophie? Ja! Ach so. Ob Fräulein Meyer Sophie schon einen Besuch abstatten konnten. Herr Wright und Fräulein Meyer Sophie. Jemandem schon einen Besuch abstatten konnten. Emmy. Der Professor und ich wurden zum Audienzzimmer des Schöpfers bestellt. Ich konnte es nicht fassen, dass der Gründer Labyrinthias den Professor kennt. Ich bin mir sicher, dass es eine Falle ist. Seien Sie auf dem Hut, Professor. Das wollte ich auch gerade sagen. So, hier hatten wir doch eigentlich sogar alle Rätsel, wenn ich mich nicht irre. Wir hatten ja sogar das eine Versteckte gefunden, dann würde ich mal... Ja, nee, mit denen hatten wir ja gesprochen. Mhm. Entschuldigung.
Aber es geht hier weiter. Wir wollen ja auch mal ein bisschen Fortschritt haben oder sowas. Oh, noch ein verstecktes Rätsel. Und 3 Hinweismünzen, natürlich. Fortschritt, aber zu welchem Preis? Eine Diskussionsrunde. Mit wem? Claudia Roth. Alfred Biolek. Warum musste ich auch schon, als ich das gefragt habe, an Alfred Biolek denken? Ich habe keine Ahnung. Ich hab erst an Beckmann gedacht und dadurch an Alfred Biolek. An Beckmann habe ich jetzt gar nicht gedacht. Bioleckmann. Nee, ich dachte eigentlich bei Jauch. Oh, ja. Ach so, aber ja. Aber bei Jauch, gespielt von Michael Kessler. und dann natürlich auch mit Stefan Raab, gespielt von dem Typen, der immer Stefan Raab spielt. Richtig. Was auch gerade nicht wieder heißt. Special Guest Joko und Klaas. Gespielt jeweils von... Jeweils einander spielen. Ja, genau, aber umgekehrt. Genau. Kloko und Jaas. Was? Kloko und Jaas. Kroko und Jaas. Kroko. Okay. Weißt du, was Krokodil auf Französisch heißt? Nee. Lacoste. So, weiter, komm. Oh. So viel übrigens zu Fortschritt machen, ne? Jetzt haben wir schon wieder ewig gequatscht. Aber dazu fällt mir jetzt gerade auch noch was ein. Heute in der Mittagspause haben meine Kolleginnen mich tatsächlich gefragt, ob ich nicht irgendwann Karriere als Stand-Up-Comedian machen will. Die wissen übrigens nicht oder wussten bis heute nicht, so verdammte, egal, dass ich YouTube-Kram mache. So. Ich hoffe, dass das von mir auch keiner hat. Ich finde das schlimm genug, das wissen ein paar von meinen Kollegen. Naja, jedenfalls, wie die auf die Idee überhaupt gekommen sind, ich habe denen da ein, kleines Rätselchen dargeboten. Und zwar, was ist das? Vorne L, hinten L, L und, also vorne L, hinten L und in der Mitte ein Ö. Lell. Nö, ein richtiges Wort. Achso, welches Wort ist das, müsste ich dann fragen. Nein, Leinöl. Wenn du weißt, was das ist. Das ist doch dieser Sänger, Lionel Richie. Richtig. Nein, wieso? Das haben die erst nicht verstanden. Warum Leinöl? Na, L, ein Ö, L. Ach so. Vorne L, hinten L und in der Mitte ein Ö. Und dann hatte ich noch irgendwo was. Ach so, ja. Wer oder was entscheidet, ob es ein üblicher oder ein übler Tag wird? Und da muss man die Worte für auseinandernehmen, dann kommt man nämlich auf ich. Ist voll tiefgründig, ne? So einen Scheiß denke ich mir in meiner Freizeit aus. Ich hab's auch noch gar nicht ganz verstanden, aber egal. Na, ob es ein üblicher oder ein übler ist. Tag. Ach so. Das könnte so eine Einstiegsfrage bei Wer wird Millionär auch sein. Ja. Ja, aber da wär's am offensichtlichsten wahrscheinlich. Womit wir wieder bei Michael Kessler sind. Ja, stimmt. Okay, so, weiter. Machen wir mal weiter. Ja, bitte sprechen wir jetzt auch mal die Charaktere so. Der Schöpfer sollte hier drinnen sein. Richtig? Ich werde langsam nervös. Das machst du super. Das freut mich. Die Gegend ist total verlassen. Man hört nichts als den Wind. Es sieht danach aus, als sei es nicht einmal den Rittern gestattet, heraufzukommen. Reicht's, sonst dauert es noch eine Stunde. Aber es war mal schön, das zu hören. Also mir hat's gefallen. Ne? Es wird wirklich, er wird wirklich beinahe wie ein Gott behandelt. Er wird ignoriert. Von vielen Menschen, ja. Oder über ihn wird gelästert. Ich frage mich, worüber so jemand mit uns sprechen möchte. Über Gott und die Welt. Über was denn sonst? So. Ich denke mal, das versteckte Rätsel ist da. Oh. Oh, gab's eins? Hab ich gar nicht gesehen. Ja. Hatte ich sogar vorhin gesagt, ne?
Ich höre nicht immer zu. Was ist denn das? Was ist los, Herr Jauch? Sieh dir das an, Luke. Hier ist ein Rätsel verborgen. Ja, in so einer Situation könnte das Lesen eines Rätsels, Lösen eines Rätsels zur Stressreduktion beitragen. Apropos Stressreduktion, Joey ist weg. Oh. Der war gerade noch gestresst, weiß nicht, wohin. Ach, ich dachte, du meintest jetzt, oh, endlich ist Joey weg, mein Stress geht gleich runter. Nee, aber er war irgendwie gestresst. Ah. Wahrscheinlich hat er sich geärgert. Ich hatte ihn gerade noch auf dem Schoß. Mhm. Aber dann bin ich ja nochmal aufgestanden und dann wollte er nicht mehr. Dann war er angepisst, dass ich ihn runtergeschmissen habe. Der war auf deinem Schoß und danach war er angepisst. Ja, so verbringen wir unsere Abende. Das gibt dem Wort Katzenklo gleich eine neue Bedeutung. Was meinst du, warum ich so lange gerade gebraucht habe, bis ich aus den Latexklamotten rausgeschält war? Hat auch eine Zeit gedauert. Oh, ach ja, genau. Schade, schade, dass alle, dass wir alle verpassen dürfen, wie Marc, ich... im Pyjama, ja, eine Aufnahme macht, weil er ja sich stattdessen was anziehen wollte. Was anderes. Ja, was weil, hast du denn ja. jetzt eigentlich an? Ich sehe ja auch deine Kamera nicht. Ach so, stimmt ja. Was hast du an, du Sau? Ich sehe gerade, es sieht aus wie, es sieht dunkelblau irgendwie sogar ein bisschen aus in der Kamera. Halt, da ist die Kamera, aber es ist eigentlich so ein dunkelgrünes Sweatshirt-Oberteil mit Kapuze. Ja, das ist meins auch. Und so ein Kragen. Nein, das ist keine Kapuze. Und es ist nicht dunkelgrün, es ist wirklich blau. Geht das? Oh, die Kapuze ist ein bisschen schmal. Zeigst du dich jetzt doch im Pyjama? Nee, ich mache die Aufnahme jetzt mit Mütze. Okay. Boah, ich sehe aus, als hätte ich einen riesen Kopf, weil nämlich der Kopfhörer jetzt unter der Kapuze verschwindet. Ich sehe wirklich so eine... Aber ist eigentlich ist ziemlich geil. So, was bräuchte man dann bei dem Mega Man Pullover, den ich habe? Das, oh, cool. Ja, ja, ja. Ich habe gerade gesehen, in einer der letzten Aufnahmen, in der ich bildlich vertreten war, muss ich meinen Animus-Sweatshirt angehabt haben. Schon möglich. Wollen wir weitermachen? Ja. Gut. Hast du das schon vorgelesen gehabt? Ach so, ich bin ja dran. Ich weiß nicht. Ich glaub da nicht. Haben Sie bestimmt recht, Professor. Und da ist ein Rätsel. Ja. Weil wir ja auch eins gestartet haben. Oh Gott. Hä? Ich glaube, ich frisiere mir gerade meine ganze Ruin... Ich ruiniere mir meine ganze Frisur. Du frisierst eine Ruine. Das ist aber schön. So kann man es auch nennen. Na gut, hier. Schauderhafte Wesen suchen das Innere dieses rätselhaften Anwesens heim und es fällt mir zu, die Hallen von ihnen zu befreien. Ich muss alle Kerzen anzünden, um diese Wesen für immer zu besiegen. Die Kammer scheint sich zu drehen. Macht euch das zunutze und dreht das Haus, damit ich alle Kerzen erreichen kann. Die Kerzen werden angezündet oder ausgeblasen, wenn der Ritter vorbeikommt. Der eine Satz, der klang so wie, die Kamera scheint sich zu drehen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich mache das jetzt nicht, wo sie einmal gerade steht, ohne sich irgendwie wieder schief zu verwursteln. Okay. Gut, jetzt habe ich es verstanden, okay. Also, alle an oder alle aus? Alle an. Ja, ich denke doch. So, Tipps. Wieso? Ach, Quatsch. Das geht auch so, aber jetzt, ich überlege gerade, was ist denn die kleinste Anzahl an Zügen, die man so nehmen kann dafür? Ich würde ja fast behaupten, ich habe es schon fast. Naja gut, ja. Ich mach das mal in zwei Runden, also mehr oder weniger so, dass er, dass er zumindest einmal wieder an seiner jetzigen Ausgangsposition vorbeikommt. Ich denke, das ist auch die kürzeste Anzahl an Zügen, fällt mir jetzt zumindest nichts anderes ein. Denn wenn ich ihn jetzt zum Beispiel den Raum zweimal im Uhrzeigersinn drehen würde und noch ein drittes Mal im Uhrzeigersinn drehen würde, dann wäre er an einem Punkt, wo er nicht mehr anders weg... Also wo er,
wo man wieder umdrehen müsste. Bringt also nichts. Also gehe ich gleich gegen den Uhrzeigersinn. So. Nochmal. Tschu. Jetzt einmal so. Einmal so. Einmal so. Zack. Warte. Ja, jetzt muss ich überlegen. Warte mal, ich mach das so. Ach, dann muss er vielleicht nicht mal an der Ausgangsposition vorbei. Doch. Da kommt er genau da wieder zurück. Ja, nur ist jetzt diese eine halt aus, also du musst dann nochmal in die andere Richtung vermutlich. Ach so, die gehen ja aus dann. Ist ja fies. Mhm. Ist ja frech. Ja, aber wie muss ich dann... Ganz so einfach war's doch nicht. Ich habe das nämlich auch gerade nicht ganz verstanden, wie du das erzählt hast. Ah. Weil ja diese oben in der Ecke dann aus ist. Ach so, ja, okay. Das, ja, dann geht's schon. Auf die Idee bin ich jetzt gar nicht gekommen. Oh, ist ja geil. Hätte ich jetzt nicht gewusst. Ich wusste gar nicht, ob das geht, dass das geht. Aber, ja. Cool. Ob ihr wirklich richtig steht. Seht ihr, wenn der Elfen neben euch steht? Nee, seht ihr, wenn das Licht angeht? Das passt sogar zu dem Rätsel. Stimmt. Die Frage ist jetzt nur, wäre das noch kürzer gegangen? Sei aber geil. Vermutlich nicht. Glänzend. Das war eine schwindelerregende Erfahrung. Schwindel. Oh, mein Handy? Was? Dein Handy ist eine erregende Erfahrung. Ja, wenn es vibriert. Ja. Die Atmosphäre im Raum ist doch gleich viel angenehmer mit ein wenig Licht. Und da dieser Raum hermetisch abgeriegelt ist, werden die Kerzen irgendwann den gesamten Sauerstoff da drin aufgebraucht haben. Und dann erstickt er. Das ist ziemlich brutal.